Ja, wunderschönen guten Morgen zu einer Runde Grounded und zwar in der Version 01303732. Der Käfer schlägt zurück, ist draußen. Freue mich schon richtig drauf. Ich bin richtig heiß, Leute. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal ein neues Spiel. So, dann gehen wir hier auf Einzelspieler. Neues Spiel, ja, Fortfahren. Nee, neues Spiel. Wir spielen mal den Max. Und zwar Benutzer definiert. Dann kann ich euch auch mal zeigen, was für neue Anpassungen alles möglich sind. Ne, Insekten spawnen, das kennt man ja alles noch von früher. Aufgaben kann man ein- und ausschalten. Spielerschäden kann man ein... Ne. Eigenbeschuss ist auch alles bekannt. Hunger, Durst. Fraktionsreaktion, das ist zum Beispiel neu. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Käfer im Garten mit der Zeit von dir genervt. Dann werden sie den Kampf gegen dich aufnehmen und deine Basis angreifen. Ja? So, aber wir lassen alles auf Standard. Das Einzige, was ich mache, ich stelle erstmal auf Flauschig. Und dann wählen wir den Max aus. The name's Max. Jawohl, Max. Jawohl. Und ich würde sagen, ach so, wir können das Spiel jetzt auch benennen. Ja, das ist auch neu. Stimmt. Wir können ja unseren Speicherstand jetzt einen eigenen Namen geben. Und zwar würde ich dann sagen, Let's Play Stream. So. Staffel 1. Staffel 1, sagen wir jetzt mal. So, einfach nur zum Testen. So, akzeptieren. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Boah, ich bin so heiß, Leute. Ihr glaubt das gar nicht. Ich habe das schon mal im PTR ganz kurz reingeschaut. Mal ein Stündchen, ein, zwei gespielt. Ah. So, es geht los. Es geht los. So, da hat sich natürlich hier am Anfang nichts großartig geändert. Damn. Where am I? Are those roots? Nah, can't be. Oh, this must be one of those prank TV shows. All right, be cool, Max. You're gonna be famous. Yo. So, dann wie gehabt, ne, erstmal die Grundrohstoffe hier einsammeln. Jupp. So, ein paar Steine, ein bisschen Saft nehmen wir auch direkt mit. What was that? Ups. Some sort of radio signal? Da noch where it's coming from. Da stand aber gerade eine komische Nachricht, ne? Mit DE haben die immer noch da irgendwie ein Problem mit der Datenbank, mit der Übersetzung. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber werden wir dann sehen. So, wir nehmen hier schon mal so ein bisschen was zu essen mit. Und dann bauen wir uns gleich die ersten Werkzeuge. Das ist ja hier am Anfang, das ist ja alle wie gehabt. So, das zum Beispiel hier, das in der Mitte, das ist auch neu. Weiß nicht, ob wir da schon was machen können. Guck mal eben. Nee, der hat noch keine Energie, der ist noch nicht freigeschaltet. Gut, dann will ich jetzt auch noch nicht spoilern, was da passiert. So, well, hier ist ja der Analysator. So set up all this sciencey stuff here. But still, I'm not exactly sure where this is and what is going on. I should keep looking around. Ja, wir sollten uns weiter umschauen. Wir analysieren jetzt hier natürlich erstmal das Wichtigste. Jawohl. Und Hirnschmalz ist auch wie gehabt. So, dann analysieren wir nochmal das Gras. Können wir schon mal Verbände herstellen und Seile. Ja, komm. Was bekommen wir da nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah ja, genau, den Grill. Wegmarkierung, Pflanzenfasern. So, mehr können wir im Moment nicht. Aber wir können dann schon mal ein paar Sachen herstellen.
So. Am Boden. Ja? Komm jetzt so neu. Ja. Sieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten um. Okay. Stelle eine Kieselaxt her. Das machen wir doch jetzt direkt mal. Werkzeuge, Kieselaxt. Was fehlt uns denn da? Ein Seil. Ah, und Sprösslinge fehlen uns. Ja, komm, hier sammeln wir nochmal direkt ein paar mehr ein. Können wir sowieso noch ein paar von gebrauchen. So, dann machen wir jetzt... Und einen Speer machen wir uns auch direkt. So, können wir uns schon Bandagen machen? Ja, da müssen wir aber hier noch mal ein paar Pflanzenfasern einsammeln. Mal so eine kleine Grundausrüstung hier herstellen. Wow, what is that? Ja. So. Ja, das ist ja auch alle wie gehabt. Sieht ja auch anders aus. Waren das nicht mal drei Knöpfe hier? Ich weiß es gar nicht. Ja gut. Showtime. Just like laser tag. Nothing happened. Looks like the other two lasers are blocked. After all that build up, this big mysterious computer doesn't do anything. Man. Ja. So. Machen wir doch direkt erstmal den Grashalm hier hinten weg. Oh, was bewegt sich da hinten? Ah, oh Mann, Ameise, musst du mich so erschrecken? Das ist noch eine Ameise. Aber das wird wahrscheinlich Marienkäfer sein oder so. So, das Gras nehmen wir doch auch direkt mal mit. Wie gesagt, da erstmal ordentlich von einsammeln. Ja, etwas Essbares müssen wir auch noch finden. Ich glaube, ich bin hier verkehrt. Ah, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, Leute. So. Mal wieder analysieren. Ja, ich würde sagen, was nehmen wir denn jetzt als... Ach komm, wir nehmen erstmal das Gras hier. Dann haben wir das erledigt. So. Können wir mal hier die Gebäudedinger bauen. Aber Bodenplatten haben wir noch nicht, ne? Nee. Gut. Und aufleveln, Hirnschmalz. Was haben wir denn frei? Hilfe, ich hänge fest. Dann fängt der schon gut an. Da war doch gerade eine Deiße. Verdammte Wanze. Nein, 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 nein. Ey, nicht jetzt hier schon direkt am Anfang sterben. Ah. Nee. Wo kommt die blöde Wanze denn weg? Fängt er schon gut an. Und dann auch flauschig. Ja, du wurdest verletzt. Fertige Verbände an, ja. Ich muss mir erstmal meinen Rucksack wiederholen. Wo ist das Mistvieh hin? So, jetzt machen wir erstmal Verbände. Aber mehr geht nicht. Wir brauchen mehr Saft. Nach dem Tod wirst du am letzten gesetzten Respawn-Punkt wiederbelebt. Du kannst Respawn-Punkte an Schlafgelegenheiten wie den offenen Zelt setzen. Ja, das machen wir auch. Ich werde auch meine erste Basis wieder hier oben auf dem Baseball erstmal aufsetzen. So, konnten wir jetzt hier noch was erforschen. Haben wir den Grashalm? Hatten wir, ne? So, dann nehmen wir doch mal jetzt hier den Saft. Wehe, die Wanze kommt wieder von hinten. So, dann haben wir die Fackel auch schon mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir schon alle freigeschaltet haben. Etwas Essbares sollen wir auch noch finden. Machen wir uns mal auf die Suche nach was Essbaren. Hier war ja früher eigentlich immer eine Fliege in dem Wasserloch, aber das scheint auch nicht mehr zu sein. Aber ein bisschen Klee nehmen wir uns auch schon mal mit.
Da ist ein Käfer. Hey, tut mir leid, aber ich brauche was zu essen. Und auch deine Maske brauche ich auch. Wir müssen mich direkt nachher später mal schon mal eine Gasmaske bauen. Weil da müssen wir noch diese Stinkewanzen killen. So, ich nehme noch mal ein bisschen Klee mit. So, von der Matz her müsste ich doch... Ja, mal eben schauen. Ja, wir können ja erstmal hier so ein paar Pilze essen. Einen behalten wir noch. Das müssen wir alle noch analysieren hier, ne? So. Wow, look at the size of that egg. What? Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish me. Große Ameise, ach da. Aber noch eine normale. Ich würde sagen, oh, guck mal, ah, die kriegen wir sowieso nicht. Ich nehme mal mit. Wir bauen erstmal hier oben auf dem, oder hier, ja, da oben bauen wir erstmal einen Safe, einen Schlafplatz hin. Wir hier direkt sicher sind in der ersten Nacht. So. Kann noch keinen Schlafplatz bauen. Wieso kann ich noch keinen Schlafplatz bauen? Grill kann ich bauen, eine Werkbank kann ich bauen. Irgendwas habe ich noch nicht erforscht. Musste ich denn noch mal erforschen? Um den Schlafplatz zu bekommen. Oder ist das Kleeblatt? Ja, das Kleeblatt war das. Genau. So. Hier kommen dann erforschen wir den Verband doch auch direkt. Augenklappe. So, wie gesagt, dann bauen wir uns jetzt erstmal einen Respawn-Punkt. In der ersten Nacht hier so ein bisschen sicher sind. So. Bauen uns hier den Respawn-Punkt hin. So. Ne, schlafen wollen wir noch nicht. Und den Grill bauen wir uns auch erstmal hier oben hin. Ich sage, erstmal so einen kleinen Grill. Das ist alles erstmal nur provisorisch. So, wir brauchen trockenes Gras, Steine und Sprösslinge. So. So, Steine haben wir doch hier. Da haben wir Sprösslinge. Und da ist trockenes Gras. Sollte schon reichen, ne? 3 Stück. Ja, ein Stein fällt. Ach, da vorne liegt doch schon einer, oder? Ja, da ist er einer. So. Essen müssen wir erst noch analysieren. Ein Spießgrill muss angezündet werden, um darauf rohes Fleisch zu braten. Jawohl, das wissen wir. Danke für den Hinweis. Sammeln aber noch mal ein bisschen trockenes Gras ein. Brauchen wir auch noch mehr. Wir müssen das ja, glaube ich, auch noch analysieren. Ne? So. Gehen wir noch mal analysieren. Ich hoffe, ich kann schon wieder was analysieren.
Ja, erst hat Fleisch. Dann können wir das nämlich auf den Grill packen. Rüsselkäferschild und ausgestopfter Rüsselkäfer. Jawohl. Wann können wir das nächste Mal? Ja, es dauert noch ein paar Sekündchen. Wir packen dann jetzt das. Soll ich auf den Grill? Ich hab ich noch Saft? Wie viel Saft brauche ich denn für eine Fackel? Guck ich gleich mal eben schnell nach. Lass doch schon mal da rein. Gucken wir nochmal eben herstellen. Fackel war hier drunter. Was brauchen wir für eine Fackel? Wir brauchen noch zwei Seile. Sollte kein Problem sein. Sollte kein Problem sein. Okay. So viel dazu. Pflanzenfasern. Da. So, jetzt können wir uns aber eine Fackel machen, ne? So, die packen wir doch hier auf die 6. Speer in der Hand. Sehen wir, haben wir denn schon irgendwo einen Wassertropfen hier? Nee, ne? Ja, ich würde sagen, dann geht. Kann ich mir denn schon einen Hammer bauen? Wartet mal. Hammer, was brauchen wir denn für einen Hammer? Nochmal 4 Steine, ein Seil. Dann bauen wir uns den doch auch nochmal erst. Ach, guck mal, da sind schon die kleinen nervigen Viecher. Na, ich hab dir doch noch einen gehört. Wo ist er? Da. Mir fehlen noch Steine, ne? Ein kleiner Schluck, finde Wasser, ja. Ging hier noch irgendwo Steine rum? Aber wenn ich da unten reingehe, dann nehme ich natürlich direkt den Hammer mit und den Quarz holen wir uns dann auch direkt da raus. So, können wir uns die Keule jetzt bauen? Jetzt können wir uns die Keule bauen. So. So, mach mal überall hier die Ausrufezeichen weg. Hier hinten auch erstmal alles weg. So, das nervt mich immer irgendwie so ein bisschen. So, dann können wir den Hammer doch auch schon mal hier ausrüsten. So. Ja, dann können wir jetzt da unten rein. Wir haben eine Fackel, wir haben den Hammer. Wir haben alles, was wir brauchen, um den nächsten Schritt hier freizuschalten. Kommst du denn weg? So. Die Fackel ist auf der 6. Ah, mein Ohr juckt. Boah, hier sind noch mehr. Ich höre sie doch rumlaufen. Nein, nerven Viecher. So, dann nehmen wir auch mal einen von mit, den analysieren zu können. So, ich glaube, dann haben wir hier alle, ne? So, dann nehmen wir doch direkt den Quarz mit. Das ist auch neu jetzt hier, dass der nicht mehr so in 1000 Richtungen springt, der
Der Quarz, wenn man den kaputt gehauen hat, der fällt nämlich jetzt hier eigentlich alles schön vor ein auf den Boden. Und gut ist. So. Ja, falls ihr euch wundert, wieso der Quarz bei mir mit zwei Schlägen abgebaut ist, das liegt natürlich daran, weil wir im Moment noch auf Flauschig spielen. Ups. So, dann haben wir den doch, einen Milbenreiter. Den wir auch schon mal mitgenommen. So, haben wir den Quarz hier auch. Ups, da liegt nur einer. Und dann können wir auch, glaube ich, langsam zum Burgel runter. Verfolgt mich hier noch wer? Oh, it's getting dark. Should probably find somewhere to crash. Ja, ja. Haben wir ja schon einen Ort zum Pennen. Nehmen hier aber noch ein bisschen Saft mit. Oh, oh. Oh. Mit denen lege ich mich noch nicht an. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Saft. Fackel sparen. Sammeln wir hier natürlich unterwegs noch ein bisschen was ein. It's a speedy little green corn puff. So, aber wir müssen was zu trinken finden, ne? Hängt hier denn schon irgendwo ein Wassertropfen rum? Da hinten hängt einer. Hab ihn gesehen. Da. I don't want any trouble, Ant. So, gehen wir nochmal schnell analysieren. Ja. Erstmal das trockene Gras. Genau, da gab es ein Stängellager und Plattenlager gab es dafür. Ein bisschen Hirnschmalz. Eigentlich ist das egal. Muss ja sowieso alles analysiert werden. So, Pfeile, Milbenhut, ausgestopfte Milbe und Felspelz. Musi, unseren ersten. Komm, machen wir den Quarz hier. Gucken, was es dafür gibt. Aber ich glaube, für Quarz gab es nichts, ne? Doch, Reparaturwerkzeug. So, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Ja, ich würde sagen, wie spät ist denn das? 17 Uhr. Oh, wagen wir uns schon zum Burgel oder warte ich noch? Aber wenn, dann hole ich mir erstmal hier noch was zu essen. Nee, wir bauen hier schon mal so ein paar Sachen hin, die wir später noch brauchen. Wie gesagt, wir werden erstmal hier unten in der Ecke bleiben. Ich werde mir jetzt hier mal eben eine Werkbank hinbauen. Ein Gras hatte ich ja hier schon. So. Wie gesagt, erstmal so ein kleines Basislager bauen, dass wir hier einigermaßen sicher sind und uns dann hier auch die ersten Sachen vernünftig bauen können. So, dann brauchen wir noch, ja, erstmal so ein paar kleine hier. Habe ich mir auch eine super Stelle ausgesucht, ne? So, drei sollten reichen. Nicht genug Klee. Und Seile brauchen wir. Ne, Seile waren hier drunter, ne? Können wir wegschmeißen. Dann holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Klee. Oh, oh, und hier gibt es Frühstück. Frühstück ist immer gut. Steine, wie viele Steine habe ich denn? Da brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja doch, nehmen wir noch mal ein paar mit. Vorsichtshalber. Bei Steine brauchen wir am Anfang so viele gar nicht.
Da liegt noch Lausehonig. Nehmen wir auch mit. Und wie gesagt, dann holen wir uns hier noch ein bisschen Klee. Oh, da ist noch eine Fliege. Die sollte jetzt erstmal reichen. So, mal schauen, ob wir wieder was analysieren können. Ja. Ich hätte das Fleisch erst analysieren sollen. Oder? Ja. Bei. Da werden wir auch noch genug Fleisch kriegen. Fliegenfleisch ist auch jetzt ist auch nicht so wichtig. Da gibt es ja sowieso, glaube ich, nur eine Trophäe für. Ist jetzt nicht lebensnotwendig. Jetzt fehlt uns noch ein Seil, ne? Mal irgendwo wieder ein Wassertropfen rum. Wobei Wasser brauchen wir, glaube ich, erst am nächsten Morgen wieder. Beim Schlafen geht ja leider immer noch die Hälfte weg. Es lohnt also nicht, sich vorher voll zu trinken. Hier. Wie gesagt, ein Seil füllt uns, ne? So. Machen wir erstmal alles da rein, was wir nicht brauchen. Wobei, den nehmen wir wieder raus. Quarz brauchen wir im Moment nicht. Und das müssen wir noch analysieren, ne? Das auch. Das brauchen wir aber nicht. So, ich würde sagen, wir gehen hier oben erstmal so ein bisschen in Sicherheit. Hier kann es nämlich jetzt passieren, dass direkt in der ersten Nacht an einem Baseball zwei Wolfsspinnen vorbeilaufen. Das ist mir in der PTR passiert, in der ersten Nacht hier um. Und das war dann auch so um 20 Uhr herum, da waren dann auf einmal hier die ersten Wolfsspinnen. Das war natürlich nicht so schön. So, wir können aber hier schon mal was essen. Auf den Grill legen und das andere nehmen wir runter. Was essen, oder? Nee, ich warte auch noch bis zum Morgen mit. Wir können ja auch jetzt gleich schon schlafen gehen. Können ja mal eben in der Zeit noch mal gucken, was wir hier so Neues gekriegt haben. Pfeile, Reparatur, Milbenhut. Ah ja, das war der Fels. Was macht der eigentlich? Maximale Gesundheit und heilt. Okay. Ja, und dann hier noch. Und dann darf ich nicht vergessen, wo wir beim Bürgel sind. Ich hoffe, dass wir dann schon genug Wissenschaftspunkte haben, dass wir erstmal hier diese Bodenplatten lernen. Ja, scheint aber noch ruhig zu sein hier. Hier, wir gehen schlafen. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Natürlich noch dunkel. Wir versuchen unser Glück, oder? Inventar. Also. Nein? So. Den essen wir auch direkt.
Jetzt müssen wir uns noch was zu trinken besorgen, ne? Ich höre doch was. Mach mal die Fackel aus, vielleicht sehe ich dann mehr. Irgendwas höre ich, aber sehen tue ich nichts. Nee, hier scheint nichts zu sein. So, ich würde sagen, wir gehen zum Bürgel. Aber vorher Wasser. So. Dann gehen wir mal Richtung Bürgel. Gucken, was sich da so getan hat. Und dann müssen wir ja auch dieses Gerät noch freischalten. So ausgestopfte Fliege, ja. Dann analysieren wir eben noch schnell alles durch. Pilzbrei. Wrestlingbogen. Aufleveln. Was haben wir jetzt bei? Oh, rote Ameisenausrüstung. Das ist auch nicht. Das ist auch gut. Auch nicht schlecht. Ja, und das haben wir ja schon. So. Ja. Wie gesagt. Dann laufen wir erstmal zum Bürgel. Und gucken mal, was der für uns hat. Richtige Richtung, ja. Diese neue Geräuschkulisse finde ich auch einfach nur klasse. Überall hört man was kriechen und krauchen und pudeln. Ist am Anfang ein bisschen unheimlich. Da ist schon wieder irgendwas am Schnaufen hier. Weiß nicht, ob ihr das hört. Aber wie gesagt, diese neue Geräuschkulisse, die gefällt mir richtig gut. Man muss irgendwie immer auf den Hut. Man hat immer das Gefühl, man wird irgendwie verfolgt oder beobachtet. Wieder was gehört. Ja, das sind wahrscheinlich hier diese Würmer oder Wanzen, die unterirdisch hier unterwegs sind. Da, ja. Ups. So. Hau ab, du Scheiß. Nee, nee, nicht schon wieder sterben hier. Komm, mach ihn alle. Nein, 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 nein. Jawohl. Ach, Kehr, Mann. So, weiter im Text. Mal eben gucken. Da hinten bewegt sich was, oder? Ja. Nur was? Ist Wölfi noch unterwegs? Ja, um die Zeit könnte Wölfi noch unterwegs sein. Was wir aber auch machen können ist, weiß es, hier liegt nämlich einer drunter und den, nee, da brauchen wir den zu, Michula, kann ich den schon mit dem normalen Hammer? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, da brauche ich den Stufe 2 Hammer für, ne? Ja, gut, den können wir noch nicht abbauen. Das wäre es jetzt auch gewesen. Aber Eicheln können wir schon mal mitnehmen, dann können wir uns nachher noch die Eichelrüstung bauen. Eiche.
Erstmal die Nüsschen hier auch mitnehmen. Hänge fest. So, erstmal vorsichtig hier um die Ecke lucken. Nee, kein Wölfi da. Was? Die Tür ist zu? Wieso ist die Tür zu? Hä? Wieso ist die Tür zu? Was ist das denn jetzt? Wartet mal. Ja, Aufgaben. So, Mysterie, alle Laser schießen jetzt umgehend. Ach, ja, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, Leute. Ich muss noch mal zurück. Ich habe vergessen, die Maschine zu aktivieren. Ach, okay. Naja, ne? Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Muss ich nochmal zurücklaufen. Aber dann nehmen wir auf jeden Fall schon mal die Eicheln mit. Und vielleicht noch ein bisschen Saft können wir dann ja auch schon mal mitnehmen. Dann war der Weg nicht ganz so umsonst. Ja. Ach, das ärgert mich jetzt, dass ich das vergessen habe, die Maschine zu aktivieren. Hier müssten auch noch Eicheln liegen, ne? Da ist auch nochmal Saft, den nehmen wir natürlich auch mit. Inventar, ja, wir haben auch Platz genug. Ups, hier Nüsschen nehmen wir natürlich mit. Da liegt noch ein Nüsschen. Noch eins. Lause Honig nehmen wir natürlich auch. Ah, komm. Die nehmen wir natürlich auch noch mit, die Eicheln. Da können wir uns ja dann schon eine Eichelrüstung bauen. Noch nicht beim Bürgel gewesen, aber dafür schon eine Eichelrüstung. Wäre doch mal was. So, jetzt laufen wir aber zurück und aktivieren die Maschine. Bring die Mats noch mal eben schnell weg und dann geht's aber wirklich zum Burgel. Ja, das ist echt dumm gelaufen. Und das ist da auch noch fett markiert, ne? Mit einem Ausrufezeichen. Ja, Leute, man wird einfach älter. Da funktioniert das Gehirn hier oben nicht mehr so richtig. So, guck, da ist eine Maschine. Genau, den Knopf, den haben wir vergessen.
Did you hear something that sounded like a big fire explosion? Jetzt ist auch der Eingang zum Bürger offen. Aber wie gesagt, wenn wir schon mal hier sind, dann bringen wir noch mal eben schnell die Sachen ins Lager und ups, ich nehme doch auch mit. Und noch mal analysieren hier. Da müsste man doch jetzt eigentlich schon die Eichelausrüstung kriegen und die Schaufel. Jawohl. Da haben wir doch dann noch mal ein paar Sachen. Komm, erstmal das Essen hier. Dann können wir das nämlich auch benutzen. So. Das analysiere ich später nachher beim Burgel. So. Alles wegpacken hier erstmal. Das brauchen wir noch. Das schmeiße ich oben auf den Grill. Den nehme ich mal vorsichtshalber mit. Und da auch ein Stack von. Fleisch schmeißen wir schon mal auf den Grill. Jo. Achso, ich wollte ja gucken, ob wir uns schon die Eichelrüstung bauen können, aber eine Schaufel bauen wir uns, glaube ich, auf jeden Fall, ne? Das würde Sinn machen. Dann haben wir die Schaufel auch schon mal. Für den Bogen fehlt uns noch Fliegenpelz. Okay. Und dann schauen wir mal eben. Grobe Seile. Einmal. Okay, da fehlen jetzt grobe Seile und Klee. Und hier fehlen auch grobe Seile. Wir gehen noch 4 Stück hin. Nee, gut. Aber dann haben wir ja schon mal ein bisschen Schutz hier. Und jetzt gehen wir zum Burgel. Können auch noch mal eben Verband nehmen. So, jetzt habe ich was getrunken. Ah, ich habe gar keinen Verband. Okay. Das macht der Gewohnheit. Normal habe ich immer genug Verbände dabei. Und der erste Marienkäfer. Ja, du hast noch Schonzeit. Da brauchen wir erst, glaube ich, die Ameisenkeule. Vorher brauchen wir gar nicht an den Marienkäfer rangehen. Da ist der Baum. Alte Ameisenhügel. Okay, den haben wir auch schon entdeckt. Ja. Ja, der ist jetzt auch nur mit der Ausdauer. Man hat zwar viel mehr Ausdauer, aber wenn die einmal weg ist, dann dauert das so gute 3 Sekunden, bis das die sich wieder voll aufgeladen hat. Ihr seht ja, ich renne hier und die Ausdauer verbraucht sich so gut wie gar nicht. Aber wenn sie verbraucht ist, dann dauert es halt auch, wie gesagt, ein bisschen, bis die sich wieder voll regeneriert hat.